Eine neue Folge The Fischer Online. Ich bin jetzt hier gerade in Russland am Fluss Pra. Wir haben es gerade kurz nach 21 Uhr. Das heißt, die Nacht startet jetzt gerade. Und ich habe in den letzten Tagen regelmäßig in der Nacht hier an dem Gewässer auf Zander geangelt. Also, gehen wir mal auf Zander und zwar heute hier mit dem Boot. Ab ins Boot setzen, Motor anmachen und ein bisschen mittig reinfahren. Und wenn wir dann hier so grob in der Mitte sind, dann einfach wieder die Geschwindigkeit runterdrehen. Ein so ein Strich reicht völlig aus. Und dann geht es mit der Spinnrute, dem Jig 25 Gramm, man kann auch den 18er nehmen, dann geht es mit der Spinnrute los. Einfach ein wenig auswerfen, gar nicht so weit. Und so kann man dann einfach hier so ein bisschen sich treiben lassen, den Fluss runtertreiben lassen. Und das Ganze geht am besten dann, wenn man hier um die Kurve herum ist, auf dieser geraden Strecke, bis hier oben, bis zum 5 Meter Loch, da klappt das richtig gut. Da haben wir schon den Biss. Und an dem 5 Meter Loch, da würde ich dann gar nicht wieder zurückfahren, das lohnt sich gar nicht. Von der Uhrzeit dann her. Zack, da haben wir schon direkt den ersten Zander. Mittlerweile machen wir mal Licht so ein bisschen. So. Vielleicht ein bisschen schneller. Man muss halt ein bisschen gucken. Die Strömung ist sehr stark hier an dem Gewässer. Dass man so ein bisschen hier auch in der Mitte bleibt, an den tieferen Stellen. Bloß einfach nicht zu schnell. Das ist ja hier schon fast von alleine die Strömung. Und das Tempo jetzt quasi hier, diese zwei Striche einfach nur so ein bisschen, damit man dagegen lenken kann. Was beißt hier alles an? Es beißen also die Zander jetzt in der Nacht, aber eben auch die Welse. Von daher vielleicht nicht mit so ganz leichtem Equipment rangehen. Über 20 Kilo Welse ziehen dann halt schon eine ganze Weile und da braucht man schon echt lange, dass man die dann auch wieder rausbekommt. Die liegen da im Wasser wie so ein alter Sack. Zack, und da ist einer wieder dran. Es wurden ja vor kurzem, fällt mir gerade ein, es wurden ja neue Jigs eingeführt. Ich glaube, die teste ich mal direkt. Da haben wir wieder den kleinen, testen wir doch mal. Genau, der grüne hier mit der Perle, testen wir den mal. Ich habe sonst immer hier mit dem schwarzen gejiggt, aber vielleicht klappt das ja auch mit dem hier. Kann ich mir gut vorstellen. Sieht ziemlich groß aus, auch an der Route, ne? Das Model vorne dran. Sieht echt groß aus. Bisschen weiter rüber noch. So, und jetzt einfach nochmal in Richtung gerade ausrichten, genau, und jetzt einfach treiben lassen. Zack, und da haben wir schon einen Biss, jawohl. Man merkt es immer sofort, also wenn man die rechte Maustaste drückt und man kann die Rute nicht mehr richtig anheben, also man kann diese Jig-Bewegung nicht mehr machen, dann ist schon ein Biss, wenn man diesen kleinen Ruckler vielleicht mal verpasst. Zack, und wieder raus. So kommt ja einfach immer dieser Jig und jetzt ist schon wieder vorbei. Schon wieder sofort der nächste Biss. Und weiter geht es. Zack. So, ich bin jetzt hier so langsam angekommen an der Stelle. Hier drüben direkt, hier ist ja der Spot, wo man ganz gut eben auch auf Grund angeln kann. Und ich fahre dann in der Regel so, ja, eigentlich bis hier in der Regel. Dann den Anker. Zack, man bleibt automatisch stehen. Geankert, jawohl. Dann ist man hier kurz vor diesem Baum, der da vorne das Gewässer begrenzt. Und dann jiggen wir jetzt hier einfach, und da ist schon der Biss. Dann jiggen wir hier einfach mal durch und das sieht aus wie ein dicker Wels. Oder? Ja, geht noch. Kommst du da raus, Alter? Ja, geht aber noch ganz gut sogar, ne?
Zander? Wels, ja. Catfish, auch nicht so schlecht. 114 XP für die Nacht. Zack, einfach den nächsten wieder auswerfen. Bisschen warten. Vielleicht einfach mal so ein bisschen hochjiggen. Leichte Umdrehung. Und da ist schon der nächste Biss, oder? Ja, da ist schon der nächste. Und so soll das hier im Idealfall die ganze Nacht durchlaufen. Der nächste Zander, 60 XP, ratzfatz reingezogen. Und Biss. So lübt das. So darf das. Sehr gut, ey. Bisschen drehen, bisschen kurbeln. Langsam, also alles nicht so schnell. Ich habe hier Einholgeschwindigkeit gerade 20. Aber auch mit der Standard 35 oder sowas, das passt alles. Zack und Biss. Das ist jetzt gerade der neue Jig. Ich probiere jetzt nochmal den alten. Probieren wir hier nochmal den hier. Der schwarze Twist Nord 25 Gramm. Bisschen jiggen und da ist der Biss. Jawohl. Und wieder der Zander, wie wild die immer aussehen, ne? Als ob die sich unter Wasser ständig prügeln würden. Zack und Biss. Ist der Hammer hier. Ist echt der Hammer. Und ich finde, es reicht auch so für zwischendurch. Einfach mal in der Nacht, bevor man irgendwie an einem anderen Gewässer nichts fängt, dann hier einfach ratzfatz auf Zander gehen. Wenn man Pech hat, hat man einen richtig dicken Wels dran. Immer dran denken. Dann ist der Abend natürlich oder die Nacht dann natürlich gelaufen. Aber das ist schon ziemlich selten. Hatte ich erst zwei Stück dran, die quasi dann die halbe Nacht gebraucht haben. Ich meine, auch die lohnen sich dann, das ist jetzt dann nicht ganz so tragisch, aber wenn man dann gerade auf Zander aus ist und man will ein paar Zander ziehen, guck mal, der jetzt, der maßige jetzt gerade 126 XP, war gar nicht so schlecht. Zack, und wieder einer. Da ist er. Ja. Bäm. Sehr geil. Richtig gut. Ja, Mann. Die wollen wir hier haben. Fast 3,8 Kilo. 261 XP. Bäm. Und da kommt der nächste. Tja, ratzfatz, ratzfatz, Leute. Bissfrequenz ist echt gut hier. Kescher schon halb gefüllt und da kommt der nächste. Jawohl. Oh. Das ist doch ein Wels. Das ist doch ein Wels, oder? Mach keinen Scheiß hier, ey. Und? War da mal dran? Da haben wir den Wels, jawohl. Naja. 6 Kilo dicker Wels. Auch gut. 100 XP einfach mitnehmen. Und Biss.
Es ist so gut hier. Es ist so gut. Mega. So, ich mache jetzt nochmal den Kescher voll und dann sehen wir uns gleich beim Händler. Tja, perfektes Timing. Wir sind kurz vor 4, das heißt, die Nacht ist jetzt eh bald rum. Der Kescher ist voll und dann gucken wir mal eben rein, was wir da alles gefangen haben. Zu guter Letzt tatsächlich nochmal zwei kleine Quappen, die eingestiegen sind. Jetzt hier die Quappe, das war tatsächlich auch der letzte Fisch auf den Nordic Jig 25 Gramm. Und ja, die Welse, die bringen natürlich auch noch ganz gut Silber. Und hier haben wir noch die restlichen Zander. Also der Zander, der lüppt. Das heißt, für die Nacht, wenn man mal ein bisschen Langeweile hat in der Nacht, einfach mal auf Zander gehen. Und so macht man dann natürlich auch in der Nacht einfach ein bisschen XP und noch ein bisschen mehr Silber. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.